Mit Ramazama durch die Gamerwelt. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Leute, hier bei Let's Play Today. Und zwar gibt's heute das Unboxing, das Unboxing, Boxing, Roxing. Nee, heute gibt's das Unboxing von Final Fantasy 15 Deluxe Edition. Und dazu könnt ihr dieses auch direkt gewinnen. Ich mache eine Verlosung. Und zwar wird das wie folgt laufen. Ihr müsst um dieses Ding gewinnen zu können, erstmal auf jeden Fall ein Abo dalassen. Das Abo muss öffentlich sein, dass ich nachverfolgen kann, dass der Gewinner auch wirklich das Abo dagelassen hat. Ihr müsst aktiv sein, also ab und zu mal ein paar Kommentare schreiben, das wäre nett, ist aber nicht gezwungen. Aber guckt ruhig mal meine Videos, das wäre toll und lasst auch mal ein paar Likes da. Des Weiteren habe ich festgestellt, dass viele mit dem Handy ihre Videos aufnehmen. Was ich in dem Fall auch gerade mache. Aber ich bin diesmal so schlau gewesen und habe mir gedacht, warum nehmen alle mit dem Handy auf und schließen aber kein Mikro an, wie ich jetzt hier. Und zwar habe ich einfach einen Adapter angeschlossen. Einen ganz normalen Adapter mit Doppelklink, also mit doppeltem Input, wo ich halt mein Mikro anschließen kann und eigentlich Kopfhörer zum Beispiel. Habe das in das Handy gesteckt und hab da mein Mikro angeschlossen und es funktioniert einwandfrei. Ihr habt nicht mehr diesen Schall im Hintergrund vom Raum, also diese normale Aufnahmequalität vom Handy halt. So, das erstmal dazu. Und des Weiteren möchte ich euch jetzt gerne mal das Final Fantasy zeigen. Ich habe es natürlich schon mal aufgemacht, habe geguckt, wie das Ganze aussieht. Und zwar, ich kann leider mein Mikro hier nicht weiter nach vorne biegen. Das sieht man das? Ist die Deluxe Edition von Final Fantasy. Und zwar schön mit Steelbook. Das ist erstmal nur die Hülle. So, da steht auch Final Fantasy drauf. Also wenn ich das jetzt nochmal hier drüber ziehe. So. Seht ihr, Final Fantasy 15 Deluxe Edition. Hat 92 Euro gekostet und das ist das Steelbook. Das sieht dann so aus. Ohne Schrift natürlich, einfach nur das Steelbook. So, und dann möchte ich euch mal zeigen, was da alles dabei ist. Und zwar, das könnt ihr gewinnen, so wie es hier ist. Natürlich habe ich jetzt dadurch, dass es ja gleichzeitig ein Unboxing ist, ich habe das Spiel nicht gespielt oder benutzt. Hier ist auch ein Anmeldecode und Pipapo drin. Ich muss es natürlich auspacken, damit ich das Unboxing gleich mitmachen kann. So, und das wäre dann der erste Platz bei der Verlosung. Ich möchte 100 Abonnenten erreichen. Wenn die 100 Abonnenten erreicht sind, werde ich die Verlosung dazu starten. Das ist das Erste. Zweitens müsst ihr abonnieren und es muss ein öffentliches Abo sein. Also es muss klar erkenntlich sein, dass wenn ihr gewinnt, dass ihr auch das Abo gemacht habt und dass ich das nachverfolgen kann, dass ihr wirklich Abonnent seid, weil ich sehe nicht ein, dass ich knapp 100 Euro für jemanden ausgebe, der es nur vorgibt, abonniert zu haben. So viel dazu. Dann kommen wir mal zu dem Ganzen. Was ist hier drinne? Als allererstes haben wir hier den Film. Das ist eine Animation. Final Fantasy Kingsglaive. Final Fantasy 15 Kingsglaive. Ein sehr geiler Film und ich kann nur empfehlen, bevor ihr das Spiel spielt, guckt euch den Film an, denn da bekommt ihr Hintergrundinfos zu dem Spiel noch, weil viele Sachen im Spiel passieren, wo ihr nicht wisst, was eigentlich im Hintergrund passiert ist. Denn in dem Film passieren viele Sachen, die ihr in dem Spiel gar nicht mitkriegt, wie zum Beispiel der Angriff auf die Stadt und so. Das kommt alles in dem Film vor, sehr geiler Film, kann ich nur empfehlen. So, dann des Weiteren wollte ich eigentlich, aber das wäre scheiße euch gegenüber, wollte ich eigentlich diesen Code für mich nutzen. Aber er wird dann dazu sein, ich werde den nicht nutzen, denn das wäre scheiße. Ich habe ja die Premium Edition für 94 Euro im Store gekauft. Also ich habe das Spiel auch selber. Ein sehr geiles Spiel, mache auch die Let's Plays heute noch dazu. Ich komme ein bisschen spät, weil das Spiel ist seit 3 Monaten vorbestellt gewesen und ich konnte nicht warten, deswegen habe ich es mir im Store gekauft und habe jetzt dieses halt zum Verlosen da. So, und dann haben wir hier, das gehört zur Deluxe Edition dazu, ich weiß nicht, ob man es jetzt gerade mehr sieht, wenn nicht, komm mal ein bisschen ran. Da haben wir, oder habt ihr dann
Eine Lackierung, Platin Laviathan, für das Auto. Ihr habt die Königstracht für den Hauptcharakter, also für Noctis. Und die Waffe Masamune. Ist eine schwere Waffe. Die habe ich auch bei mir drin. Deswegen würde es mir gar nichts bringen, das zu nutzen, weil die Lackierung habe ich schon. Und die Waffe habe ich auch. Das Einzige, was ich davon eigentlich gerne hätte, wäre die Königstracht, weil die sieht sehr cool aus. Aber egal, die werde ich mir einfach so kaufen. So, dann haben wir hier noch was, was finde ich sehr geil. Ein kleines Heftchen mit allen Unterschriften des Final Fantasy Teams. Sehr geil, finde ich sehr, sehr cool. Zeige ich nochmal von hinten. Hier haben wir nochmal die vier Hauptcharaktere. Und hier steht dann noch vom Final Fantasy Team. Sehr coole Sache. Das habt ihr dann dazu. Ich habe in meiner Premium Edition für 94 Euro habe ich einen Season Pass dabei. Ich habe hier was mit Season Pass gelesen, aber ich glaube, das ist halt nur die Anleitung, Gesundheitshinweis, bla bla bla. Dann haben wir hier typische Werbung: Dragon Quest Builders, Final Fantasy 14 Online, Kingdom Hearts. Ab 24. Januar 2017. Dann haben wir hier Final Fantasy XII, The Zodiac Age. Ja, das kommt auch 2017. World of Final Fantasy ist schon draußen, jetzt erhältlich. Und I Am Setsuna, jetzt im Play Store erhältlich. So, das hätten wir dann dazu. Und hier haben wir dann. So, ich weiß es jetzt selber nicht. Hier steht drauf: verlängere bei Abenteuer deine Abenteuer. Jetzt im Play Store herunterladen. Season Pass. So, hier hinten ist ein Code drauf, aber ich glaube nicht, dass hier hinten der Code, der hier drauf ist, der Season Pass ist. Und zwar ist es hier. Hier, melde dich an auf Final Fantasy 15. Ja, der Hund bellt gerade ein bisschen, es tut mir leid, falls ihr das hört. Aber diesen Code könnt ihr nur auf der Final Fantasy Seite eingeben. Ich weiß nicht, was ihr da bekommt, kann ich euch nicht sagen. So. Das ist das. Und dann haben wir hier natürlich noch das Hauptspiel, Final Fantasy 15. Und ja, meines Erachtens nach ist das eine sehr, sehr geil, ein sehr, sehr geiles Steelbook. Das gefällt mir übelst. Eigentlich wollte ich das haben. Wollte das für mich nutzen, aber ich konnte halt nicht warten. Deswegen habe ich mir die Premium Edition im Play Store gekauft. So, das wäre das. Das könnt ihr gewinnen. Dieses ganze Paket. Das wäre dann sozusagen der erste Platz. Final Fantasy 15 für die PlayStation 4 war nicht gerade billig. Hat 92 Euro noch was mit Versand gekostet. Und ja, es ist sehr geil. Hier hinten sind noch ein paar Bilder drauf. Weiß ich nicht, ob ihr das erkennt, weil das jetzt auf der Plastikhülle drauf ist. So, das dazu. Und als zweiten Platz, weil ich möchte ja nicht nur einen ersten Platz vergeben, ich mache noch einen Trostpreis, gibt es von mir eine Play Store, PSN Store, PlayStation Network Karte für den Store von 20 Euro. Die ist hier natürlich auch neu gekauft, nicht benutzt. Gibt es als Trostpreis. Für den zweiten Platz. So. Hätten wir dazu. Jetzt zu dem, was müsst ihr machen? Also wie gesagt, wir müssen, teilt dieses Video mit allen euren Freunden, sagt ihnen, sie sollen mich abonnieren. Natürlich öffentlich abonnieren, also nicht im Insgeheim, dass man nicht sieht, dass ihr abonniert habt, sondern ein öffentliches Abo machen, wo ich einsehen kann, dass ihr abonniert habt. Und wir müssen 100 Abonnenten erreichen. Ich bin zurzeit bei 33 Abonnenten. Sollte kein Problem sein, das relativ fix hinzukriegen. Umso schneller ihr seid mit Teilen und euren Freunden zu sagen, sie sollen mich abonnieren, umso schneller könnt ihr das Spiel gewinnen. Und sobald die 100 Abonnenten erreicht sind, wird das dann wie folgt laufen. Ich habe eine Facebook-Seite. Wer nicht bei Facebook ist, einfach mal anmelden. Es ist das kleinste Übel. Heutzutage hat ja auch fast jeder Facebook. Auf Facebook habe ich dann eine Gruppe, die heißt Let's Play Today Tom Thompson. Wer hätte das gedacht? Wie mein Kanal, und da meldet ihr euch einfach an, kommt in die Gruppe
Und in der Gruppe werde ich dann die Verlosung starten. Das wird dann wie folgt laufen. Ich werde mir eine Zahl ausdenken zwischen 1 und 100 und die ersten zwei, die diese Zahl erraten haben, gewinnen das Spiel. Der gewinnt das Spiel und diese PSN-Karte. Was wollte ich noch sagen? Ja, wie gesagt, das mit dem Abo, ihr müsst das Abo machen. Das Abo ist kostenlos für diejenigen, die es nicht wissen. Ein Abo auf YouTube kostet kein Geld, weil mich zufälligerweise heute meine Mutter gefragt hat, ob ich mir sicher bin, dass denn jeder weiß, dass ein Abo auf YouTube nichts kostet. Es kostet nichts. Das Abo bedeutet nur, dass ihr auf dem neuesten seid, wenn ich ein neues Video bringe und mehr nicht. Also es kostet kein Geld. So, also Abo machen, warten, bis die 100 Abonnenten zusammen sind, in die Facebook-Gruppe kommen, damit ihr seht, wenn die Verlosung losgeht, und mehr ist es nicht. Also ihr habt da was von und ich habe was von, wenn ich Abonnenten habe, weil ich mache das ja gerne und ich möchte das halt für Leute machen, die das auch gucken. Also das ist das, warum ihr mich abonnieren sollt, weil ich hätte gerne ein paar mehr Zuschauer. Der Kanal ist noch nicht so alt, der ist noch ziemlich neu und deswegen ja, würde mich freuen, wenn ihr das macht. Unter anderem, wenn nicht, ist mir auch egal. Im Endeffekt, ich gebe hier ein bisschen Geld aus. Es sind jetzt hier 120 Euro, die hier liegen. Knapp, ja, 110 Euro, die ich aus meiner eigenen Tasche bezahlt habe für euch, damit ich euch ein bisschen was bieten kann. Und ihr müsst halt nur ein kostenloses Abo dalassen. Und dann halt in der Gruppe sein, in der Facebook-Gruppe Let's Play Today Tom Thompson, damit ihr daran teilnehmen könnt. Und mehr ist es nicht. Teilen, euren Freunden Bescheid sagen, sie sollen ein Abo dalassen. Die können dann auch teilnehmen. Natürlich ist ja klar, wenn sie ein Abo dagelassen haben, ist ja logisch. Und dann einfach nur warten, bis die 100 Abos zusammen sind. Und dann gewinnt ihr das Spiel. So viel dazu. So, und das war's eigentlich auch schon. Mir fällt jetzt gerade nichts mehr ein. Dass die nächste Verlosung wird dann so bei 500 Abonnenten kommen. Das lässt noch ein bisschen auf sich warten. Mal sehen, was ich dann mache. Auch wieder vielleicht irgendwelche Spiele oder sonst irgendwas. Und dann vielleicht auch zwei, drei Trostpreise mehr. Denn ich bin ja auch nicht so reich, dass ich hier einen Haufen Kohle ausgeben kann. Also jetzt noch nicht. Also, teilt das, liked das, abonniert mich und wartet einfach, bis die 100 Abos da sind. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr freut euch darüber, dass ich dieses Spiel verlose. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn ich Final Fantasy 15 spiele. Heute kommt wahrscheinlich die ersten zwei, drei Folgen. Und vergesst nicht, Support ist immer gut, vor allen Dingen für mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.